Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute tragen wir mal wieder Eulen nach Athen, denn eine Messervorstellung kann man das eigentlich nicht so richtig nennen. Es wird nicht viel Neues geben, weil das Messer, was ich hier mal zeigen möchte, seltsam bekannt sein dürfte. Also das gehen wir direkt rein. Keine langen Vorreden, ich werde gar nichts weiter dazu sagen, wie und warum. Es ist ein kleines Fixed und in der Klasse gibt es so ein paar Messer, um die man ganz schwer drumherum kommt. Und bei diesem Modell aus dem Hause Böker Plus, ich kam nicht vorbei. Ja, es ist eine Sache, was soll ich jetzt erklären? Ja, so tief in meine Seele schauend, muss ich sagen, hat eine Weile gedauert, war sicherlich kein sofortiges haben will, aber als dann sozusagen mal der Bann gebrochen war, verdichtete sich dann doch ein gewisses Verlangen und als die Gelegenheit günstig und die finanziellen Mittel vorhanden waren, habe ich zugeschlagen. Kurz und bündig, ich hab's. Böker Plus. Und zwar handelt es sich um das sattsam bekannte und oft besprochene Nesmi Pro. Ich muss das hier mal kurz rausnehmen. Ich habe das bloß vorhin mal schon mal ausgepackt, vorsichtig, um dann es wieder einzupacken. Das ist dieser sehr charakteristische Stachel. Ja, was erschwerend hinzukam, war, dass es sich hierbei um ein Jesper Voxnes Design handelt. Da bin ich ja bekanntermaßen nicht nur anfällig, sondern auch schwer hinfällig, was so gute Vorsätze über eine gewisse Kaufzurückhaltung hinsichtlich Messern angeht. Ja, das hat mal wieder nicht funktioniert, der gute Vorsatz. Aber ich bin weit davon entfernt, jetzt hier Reue zu zeigen. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich ja dieses schöne Messer hier vor die Kamera halten kann und nunmehr mein eigen nennen darf. Ja, das ist schon fast märchenhafte Züge hier. Kommen wir mal zu den harten Fakten. Ein kleines Fixed. Wahrscheinlich würde man dann sagen, 3-Fingermesser. Ja, bei mir geht der Kleine hier noch so ein bisschen rum. Aber ich habe ja auch bekanntermaßen nicht die Pranken. Keine Hände groß wie Abtrittdeckel, wie man auch mitunter zu hören bekommt, sondern eher alles sehr überschaubar. Ja. 16 cm in der Länge, Klingenform, ja, Nesmuk, Form, Sheepfoot liest man auch. Ja. Hat's was. Ich kann nicht genau erklären, wie es kommt. Schöne Klinge hier oben nochmal ein leichtes Jimping, dass man hier nochmal eine vernünftige Daumenauflage hat. Auch sehr schön, soll auch sehr praktisch sein. Wie gesagt, der praktische Test steht noch aus. Aber wenn ich dran denke, verlinke ich mal, was ich glaube, von Mitchells Herrenlounge gibt es da einen schönen Beitrag, den sicherlich einige von euch schon kennen, andere nicht, aber das lohnt sich in jedem Fall. Da sind auch umfängliche Tests dabei und sicherlich profundere Einschätzungen, als ich die hier abgeben kann. Zurück zum Messer. Klinglänge 6,7 cm. Eine Grifflänge von 9,3. Auch so schöne Klingenstärke 2,7 mm. Ja, Klingenstahl D2, das ist sozusagen auch eine ganz solide Veranstaltung. Das Klingenfinish ist leicht mattiert. Das kommt mir auch ganz gelegen. Zur Beschriftung kann man sagen, man hat sich hier wirklich zurückgehalten. Also hier ist ganz klein zu sehen, das Böker Plus Logo. Das muss ja scheinbar immer irgendwo drauf. Und auf der Rückseite einfach nur das Vox für Voxnes. Ja, also es hat auch haptisch wunderbar. Es liegt wirklich gut in der Hand. Muss ich wirklich sagen, als wäre es für meine zierliche Hand gemacht. Ja, ist natürlich Unsinn, ne? Also für meine zierliche Hand. Nein, ist natürlich nicht für mich gemacht, aber es könnte durchaus so sein, wenn man ein bisschen Fantasie mitbringt. Ja, das, man hat fast Zutrauen. Das Messer wiegt 80 Gramm. Das ist sicherlich in Ordnung. Und eben auch optisch, ja, was soll man sagen, ne? Die Voxnes-typischen Hohlstifte hier. Da kann man auch mal ein Lanyard durchziehen, wenn man das unbedingt mag. Mal gucken, ob sich das ergibt. Und das Griffmaterial ist eben dieses Micarta. Es gibt von diesem Messer noch eine dunkle Version, dann auch mit geschwärzter Klinge, aber mir hat es eben das hier mal getan. Deswegen, ja, genau, die Steilmarke ist hier unten nochmal vermerkt.
Und in vielen, auch was sozusagen diesen Charme angeht, erinnert es mich doch an mein, jetzt habe ich natürlich hier ganz furchtbar gar nicht aufgebaut, mein sehr liebgewonnenes Prio. Ja, auch aus dem Hause Voxnes, dass ich immer mal eine Arbeitshose dabei habe. Kleiner, bissiger Stachel, aber ganz ähnlich gearbeitet. Diese roten Liner hier, wo es natürlich eine Nummer kleiner ist. Das sieht man auch. Also ich vergleiche wieder Unvergleichbares, das soll man ja eigentlich nicht machen. Aber ich suche für mich immer Erklärungen, was mich hier so anfällig oder werden lässt für die Voxnes Designs. Und das ist natürlich ein Stück weit die Gestaltung dieser kleinen Fixed. Da komme ich auch irgendwie von Böker gerade nicht weg. Keine Ahnung, warum das so ist. Na, vielleicht wird es mal eine Meditationstherapiestunde hier auf YouTube geben. Genau, warum halte ich jetzt das in die Kamera? Weil es einen Punkt gibt, der die Sache ein bisschen wehmütig werden lässt. Hier gibt es eine Kydex, die sitzt zwar nicht so gut, also das Messer sitzt nicht so gut in der Kydex, sagen wir mal so, die passt nicht so ganz. Das ist für mich nicht schlimm, weil ich die ja nicht so trage, sondern ich habe das sozusagen als kleines Fix in der Tasche und kann das sozusagen relativ hier schnell rausmuddeln. Das ist alles okay. Beim Nesmi Pro hat man sich allerdings nicht für eine Kydex entschieden. Das ist auch von diversen Messerfreunden schon bemängelt worden, denn man bekommt hier eine... Ich entschuldige mich für das Rascheln, ich habe das schlecht vorbereitet. Wie üblich, ja, wir wollen an der Vollkommenheit noch nicht ganz arbeiten, hat hier eine dieser Lederscheiden. Das ist nichts Besonderes, es ist jetzt auch nicht schlecht. Ich kann damit nicht so wirklich viel anfangen. Also das Messer, ich probiere es mal, das geht ja auch ganz gut rein. Geht auch noch ein Stück tiefer, ich mache es mal lieber nicht, sonst kriege ich es nicht wieder raus. Nein, ich habe es noch nicht probiert, das ist, da bin ich vor der Kamera aber ein bisschen scheu. Kann man machen. Ich würde aber dann doch eher auch für eine Kydex plädieren. Ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege. Man kann sich das ja sozusagen anfertigen lassen. Das wäre für mich jetzt noch charmanter. Da habe ich nicht ganz so diesen Trapper-Look. Das ist ja sowieso im urbanen Bereich, in dem ich mich bewege, dann. Es wirkt ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, ich werde mal schauen, was da werden wird. Aber das soll jetzt dem Messer nichts abtragen. Also wirklich, das ist sozusagen nur Luft nach oben. Also bei der dunklen Ausgabe ist die dann schwarz. Das sieht noch ein bisschen gefälliger aus. Mit dem Braun hadere ich so ein wenig. Aber das sind natürlich Geschmacksfragen, wie das bei Messern immer ist. Da will ich mich ja gar nicht groß aus dem Fenster lehnen. Nur einfach sagen, ich hätte mir hier eine Kydex gewünscht. Und wahrscheinlich werde ich mir eine machen lassen. Aber da muss ich mal schauen, wo da der Preispunkt ist und ob das für mich dann so funktioniert. Und ja, also die üblichen Prokrastinationsargumente. Jetzt verhaspel ich mich hier noch auf den letzten Metern. Naja, das gehört irgendwie auch dazu. Ja, aber so gesehen, Böker Plus, Nesmi Pro, finde ich wirklich nicht schlecht. Also haptisch und optisch holt's mich ab. Und ja, die kleinen Fix, das ist dann eben auch schon im Sammelsurium jetzt eine feste Größe. Auch wenn ich halt mit dem Böker Piranha so ein bisschen gehadert habe und es jetzt weggab, das wird mich hier erstmal so schnell nicht verlassen, denke ich. Ja, das wollte ich hier bloß mal so vor die Kamera halten. Ein, wie gesagt, auch schon alter Bekannter, da habe ich jetzt wirklich nichts Neues gezeigt oder was Neues gesagt dazu, sondern nur versucht, das, wie es für mich wirkt, auf eine erfrischende Weise mal neu wieder vor die Kamera zu recken und vielleicht dem einen oder anderen zu zeigen, dass es da draußen noch weitere Messer gibt, auf die es sich zu warten lohnt. Oder man stellt das Warten ein und schlägt zu, wenn sich ein günstiger Zeitpunkt ergibt. Ja, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ja, das soll schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.